Hallo liebe Kitesurf-Freunde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Das Thema heute ist die Griffposition an der Bar. Anfangen möchte ich ganz gerne mit meiner persönlichen Grundposition, wo ich die Bar in 80-90% greife, wenn ich Kitesurfe. Und danach möchte ich ganz gerne die verschiedenen Griffpositionen mit euch durchgehen, wann man die Bar ganz innen, mittig oder außen greifen sollte. Das kommt nämlich ganz darauf an, was für Tricks ihr macht und wie schnell ihr den Schirm bewegen möchtet. Also, los geht's! Wir fangen an mit meiner persönlichen Lieblingsgriffhaltung an der Bar, wo ich die Bar die meiste Zeit halte, wenn ich Kitesurfe. Das ist ziemlich zentral in der Mitte. Ich lege den Daumen so unten an jeweils, da habe ich am meisten Fläche, die ich greife. Und das gibt mir persönlich einfach das beste Gefühl an der Bar. Die zweite Griffposition, die wir jetzt durchgehen, ist die Bar ganz außen zu greifen. Ihr seht, auch hier lege ich den Daumen unten an. Ich bin kein Riesenfan davon, die Bar so zu greifen ohne den Daumen, weil man da meiner Meinung nach weniger Feeling hat. Probiert das aber einfach selber ein bisschen aus, was euch am besten taugt. Ganz außen solltet ihr die Bar greifen, wenn der Schirm schnelle Lenkimpulse bekommen sollte. Das ist bei großen Kites der Fall. Bei Leichtwind, dann habt ihr hier mehr Hebelwirkung. Oder auch wenn ihr Manöver machen wollt, wo der Kite möglichst schnell sich bewegen soll, wie zum Beispiel Kite Loops, kann es am Anfang hilfreich sein, die Bar ganz außen zu greifen. Das sind so die Hauptthemen. Anfänger lasse ich auch ganz gerne die Bar ganz außen greifen. Wenn man noch nicht so viel Feeling und Gespür an den Händen hat, hat man außen einen schnelleren Lenkimpuls, gerade bei größeren Kites. Jetzt gehen wir zum Schluss noch die dritte Griffposition durch an der Bar. Das ist ganz innen zu greifen. Und ihr seht, jetzt kann ich hier den Daumen nicht mehr anlegen, da ist kein Platz. Da greife ich so. Das würde ich euch ausschließlich empfehlen, wenn ihr euch aushakt, anhuckt Sachen machen möchtet, weil ihr hier den Schirm, wenn ihr ausgehakt seid, nicht so doll verlenken könnt. Ich sehe ganz viele fortgeschrittene Kiter, der ein oder andere unter euch wird sie vielleicht auch wiedererkennen. Wenn man mit Rotation anfängt, wird einem irgendwann gesagt, greift ganz innen, dass ihr den Schirm nicht verreißt dabei. Und dann übernimmt man das weiter. Ich bin selber einige Jahre so gefahren, dass ich ganz innen war. Man hinterfragt das nicht mehr. Man eignet sich das bei den Rotationen an, macht das dann auch bei Sprüngen und weiter und wundert sich irgendwann, warum die Kite-Loops so groß werden und der Schirm nicht durchloopt, wenn man ganz innen ist. Also würde ich an die Fortgeschrittenen unter euch die Empfehlung abgeben, versucht mal ein paar Tage eher mittig zu greifen, statt ganz innen den Daumen unten anzulegen und schaut einfach mal, wie es sich anfühlt für euch, ob ihr einen Unterschied merkt. Meiner Meinung nach solltet ihr dann mehr Feeling und einen direkteren Lenkimpuls an den Kite geben können und dadurch die Manöver besser durchführen können. Alright, wenn wir die wichtigsten Sachen nochmal kurz zusammenfassen, verkrampft euch nicht zu doll auf eine Griffposition, fangt an ein bisschen damit rumzuspielen, überlegt euch vorher, wie schnell soll der Schirm reagieren. Nochmal kurz erklärt, wenn ihr die ersten Kite Loops macht, könntet ihr euch einfacher tun, ganz außen zu greifen, dass der Loop relativ klein wird, dass der Schirm möglichst schnell reagiert. Bei großen Kites auch hilfreich, ganz außen zu greifen, bei leichtem Wind, wenn ihr schnelle, große Lenkimpulse machen müsst. Die Bar ganz Mitte greifen ist so meine Standardposition, da habt ihr ein super Gefühl. Wenn ihr den Daumen unten anlegt, habt ihr relativ viel Fläche, die ihr greifen könnt. Und ganz innen würde ich nur greifen, wenn ihr euch aushakt, also Anhooktricks machen möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video zur Griffposition an der Bar heute gefallen und hoffe auch wieder sehr, dass ihr was Lehrreiches mitnehmen konntet und die verschiedenen Griffpositionen ein bisschen ausprobiert. Habt ihr euch bisher Gedanken gemacht, wo ihr die Bar wann greifen solltet oder habt ihr immer die gleiche Position gehabt? Lasst mich das gerne in den Kommentaren unten wissen und auch, wenn ihr andere Positionen jetzt mal ausprobiert habt, ob ihr Unterschiede merkt im Lenkverhalten und ob ihr besser vorankommt, würde mich riesig interessieren. Ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, ich linke das hier drüben ein, kann wahrscheinlich wieder einen kleinen Moment dauern. Abonniert den gerne, lasst mir einen Like da und ansonsten sehen wir uns übernächste Woche zum nächsten Thema wieder. Ich freue mich sehr darauf, ganz liebe und immer noch sonnige Grüße aus dem langsam frisch werdenden El Luna. Euer Wilco, ciao!